Hallo und herzlich willkommen hier zur dritten Folge von Hebraica Veritas, biblisches Hebräisch lernen für Anfänger. In dieser Folge wollen wir uns die Silbenbildung im Hebräischen und die Betonung anschauen. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich jetzt noch einmal einen systematischen kleinen Nachtrag machen zum Dagesh, zu den Dagesheen. Das sind diese Punkte in einzelnen Buchstaben. Wir hatten schon in Folge 1 und 2 zum Teil über den Dagesh geredet. Und das wollte ich jetzt nochmal kurz systematisch nachtragen, denn es gibt zwei verschiedene Arten von Dagesh. Einmal den Dagesh Lehne und den Dagesh Forte. Nun, worin unterscheiden sich die beiden? Der Dagesh Lehne ist der Dagesh, den wir schon in Folge 1 kennengelernt haben. Er bezeichnet die harte Aussprache bei den sogenannten Begat Kefat Lauten. Ihr erinnert euch aus Folge 1, das sind Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P und Taf, die Begat Kefat. Wenn die einen Punkt in sich tragen, ist das ein sogenannter Dagesh Lehne. Der bezeichnet einfach die harte Aussprache im Kontrast zur Aussprache als Reibelaut. Also das Bet mit Dagesh drin wird B ausgesprochen im Gegensatz zu W. Oder W. Beim Dagesh Lehne steht vorher nie ein Vokal. Zum Beispiel beim Wort Mishpat. Wir haben ein P mit Dagesh drin. P gehört ja auch zu den Begat Kefat. Und vorher haben wir ein Schwa Kvieskens. Das Schwa haben wir in der letzten Folge besprochen. Wenn du da noch Unsicherheiten hast, was es damit auf sich hat, schau dir die letzte Folge nochmal an. Da geht es ums Schwa. Also Kvieskens, kein Vokal. Also ist das ein Dagesh Lehne, Mishpat. Der Dagesh Forte kann auch bei anderen Buchstaben außer den Begat Kefat stehen und bezeichnet die Verdopplung des Buchstabens, in dem der Dagesh Forte steht. Die Verdopplung ist wichtig für bestimmte Formenbildungen, die wir später kennenlernen, oder auch gewisse Assimilationsprozesse, einzelne Buchstaben können wegfallen und so weiter. Dazu kommen wir im Einzelnen später noch. Also in diesem Zusammenhang ist es wichtig, einfach zu wissen, dass manche Buchstaben doppelt stehen können, manche Konsonanten. Und das wird durch den Dagesh Forte zum Ausdruck gebracht. Der hat immer einen Vokal vor sich. Also da, das ist das Merkmal, wo die beiden Dagesh-Arten ganz einfach und konsequent in allen Fällen voneinander unterschieden werden können. Dagesh Forte, der die Verdopplung anzeigt, immer mit Vokal vorher, und Dagesh Lehne hat nie ein Vokal vorher. Wir haben hier als Beispiel das Wort Atta, du. Davor haben wir ja das Patach, also ein kurzes A. Und daher wissen wir, dass es hier ein Dagesh Forte sein muss, obwohl das Taf, das ja zu den Begat Kefat gehört, auch Träger eines Dagesh Lehne sein könnte. Soweit nochmal zu den Dagesh, und damit gehen wir jetzt weiter zur Silbenbildung. Also, was ist eine Silbe eigentlich? Eine Silbe ist der kleinste abtrennbare Teil eines Wortes. Das ist jetzt allerdings in rein phonetischer Sicht zu verstehen, also nicht in inhaltlicher Perspektive. Und wir haben jetzt in einigen Fällen schon die Silbentrennung und Silbenbildung im Hebräischen kurz angesprochen. Jetzt wollen wir das uns nochmal systematisch anschauen. Wichtig ist erstmal zu wissen, die Regel 1, eine Silbe beginnt immer mit einem Konsonanten, zum Beispiel beim Wort Adam. Das Wort Adam beginnt ja mit einem Aleph, und das Aleph, das haben wir schon in der ersten Stunde gelernt, ist, wenn es am Wortanfang steht, ein Konsonant. Das ist dieser Knacklaut, den wir im Deutschen zwar auch haben, zum Beispiel im Wort Apfel macht es einen kleinen Klack vor dem A,
aber wir schreiben ihn nicht hin. Die Hebräer schreiben diesen Buchstaben hin in Form des Aleph. Also das ist, auch wenn es sich erstmal so anhört, als würde es Adam mit A beginnen, tatsächlich beginnt es mit diesem Konsonanten Aleph. Und auch die Silbe, die zweite Silbe, Dam, beginnt mit Dalet, einem Konsonanten. Dann, es können keine zwei Vokale aufeinander folgen. Das ist sozusagen die logische Schlussfolgerung aus der ersten Regel. Schauen wir uns mal an, Joel, dieses Wort. Auch hier würde man zunächst einmal denken, es folgen ja zwei Vokale aufeinander, nämlich das O, Jo, El und das E. Aber wir wissen ja, dass das Aleph ein Konsonant ist, also Joel dazwischen, zwischen dem O und dem E, steht noch ein Konsonant, der die beiden Silben voneinander trennt. Dann eine offene Silbe trägt immer einen langen Vokal. Jetzt nochmal kurz, was ist eine offene, was ist eine geschlossene Silbe? Eine offene Silbe endet auf einen Vokal, eine geschlossene Silbe endet auf einen Konsonanten. Daneben gibt es auch noch selten die doppelt geschlossenen Silben, die auf zwei Konsonanten enden. Doch dazu kommen wir nochmal wann anders. Also eine offene Silbe hat immer einen langen Vokal, wie Micha, das Chirek. Das I kann ja, wie wir wissen, sowohl lang als auch kurz sein, aber da die Silbe offen ist, ist es ein langer Vokal hier. Und die unbetont geschlossenen Silben tragen stets ein Kurzvokal. Die Thematik haben wir schon angesprochen, als wir über Kametz und Kametz Ratuf geredet haben, den Unterschied zwischen dem langen A und diesem ganz kurzen, offenen O. Hier sehen wir es nochmal im Wort Mordochai. Mordochai. Die Silbe am Anfang ist geschlossen. Sie hört nämlich mit einem Konsonanten auf, mit dem R. Sie ist unbetont. Woran wir das erkennen, sage ich sofort. Und deswegen hat sie ein Kurzvokal, das heißt, wir wissen hier, dieses Kametz muss ein Kametz Ratuf sein, ein kurzes O, Mordochai. Schließlich, wir hatten auch schon in der letzten Stunde mal die Matris Lectionis uns angeschaut, Aleph, Waf, Jod und T. Hier gilt, sie sind Vokalbuchstaben, wenn sie nach einem homogenen Vokal kommen, das ist diese Zuordnung, die hatte ich euch in der letzten Stunde gegeben, wo man sehen kann, aha, ein He zum Beispiel steht oft mit einem A zusammen oder ein Jod steht oft mit einem I zusammen. Wenn diese vier Buchstaben also nach so einem homogenen oder einfach gleichartigen Vokal stehen, dann sind sie als Vokalbuchstaben anzusehen. Das ist natürlich für die Silbenbildung auch wichtig. Eine kleine Einschränkung muss man noch machen, denn ich hatte ja vorhin gesagt, jede Silbe beginnt mit einem Konsonanten. Das gilt bis auf eine Ausnahme, nämlich die Copula W, also und bedeutet das, was ganz oft vor ein Wort gesetzt wird. Diese wird in zwei Fällen zu einem U und somit zu einer offenen Silbe, die auch auf Vokal beginnt, nämlich vor Schwa und vor Bumav. Das heißt also U-Zedaka, ein langes U am Anfang statt W, vor einem Schwa nämlich, Schwa-Mobile, und Bumav, das hatten wir in der Lektion 1 gelernt, das sind diese Labiale, Bet, Mem, Waf und P. Vor solchen Buchstaben wird die Copula W auch zu U, also Uwen, Uwen. Wie erkennen wir denn jetzt, ob eine Silbe betont ist oder ob sie unbetont ist? Die Regel dafür ist eigentlich ganz einfach. Grundsätzlich kann man sagen, im Hebräischen ist immer die letzte Silbe betont. Die letzte Silbe trägt normalerweise den Ton.
die letzte Silbe eines Wortes. Nun gibt es manche Fälle, wo dieser Ton auch auf die vorletzte Silbe rutschen kann. Das hat dann aber meistens etymologische Gründe. Zum Beispiel das bekannte Wort Melech, König. Hier ist die Betonung auf der ersten Silbe, Melech, nicht Melech, sondern Melech. Das hat damit zu tun, dass das Wort Melech ursprünglich mal nur aus einer Silbe bestand. Heute besteht es ja aus zwei Silben, aber es bestand ursprünglich aus einer doppelt geschlossenen Silbe. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt auch manche Silben, die sind doppelt geschlossen, also mit zwei Konsonanten am Ende. Das heißt, das Wort Melech hieß ursprünglich mal Malk, Malk, L, mit LK, Lk am Ende. Und da lag die Betonung natürlich dann auf dem A, und in der Sprachgeschichte ist das aus dem Malk dann später ein Melech geworden. Das ist die sogenannte Segolierung, also ein Segol. Mit Segol wurden diese doppelt geschlossenen Silben ganz häufig aufgesprengt, und das hatte dann zur Folge, dass die Betonung sozusagen zwar an derselben Stelle geblieben ist, aber weil hier so ein Sprossvokal noch reinkam zwischen das L und das K, ist sie dann jetzt scheinbar auf der falschen, nämlich der vorletzten Silbe. Dann möchte ich euch noch zwei Zeichen vorstellen, von denen wir das eine auch schon hatten, das Metek. Ihr erinnert euch vielleicht aus der letzten Folge, bei der Diskussion um Kamitz und Kamitz Ratuf kam das schon mal vor. Das Metek bezeichnet einfach eine Nebenbetonung, wie hier bei Achela. Die Hauptbetonung liegt auf dem La am Ende, und ein Nebenton auf der ersten Silbe. Das hat zur Folge, dass wir dieses Zeichen hier also als langes A, als Kamitz lesen und nicht als Kamitz Kratuf, das ja nur in unbetont geschlossenen Silben auftaucht. Zudem haben wir noch das Makev. Makev hat die Funktion, sieht so aus, das ist ein langer Bindestrich, der oben an der Zeile hängt, und hat die Funktion, zwei Wörter sehr nah aneinander zu ketten. Das taucht häufig in sogenannten Konstruktusverbindungen auf. Was das ist, das werden wir später noch ausführlich behandeln, und hat eben zur Folge, dass die beiden Wörter sozusagen klanglich eine Einheit bilden und die Betonung vom ersten Glied auf das zweite Glied sozusagen überschwappt. Kol Yisrael. Die beiden Wörter bilden sozusagen eine klangliche Einheit, und Kol wird nicht eigens betont. Daher ist das hier auch ein Kamitz Chatuf. Es ist eine geschlossene und unbetonte Silbe, und der Ton liegt auf der letzten, der Hauptton liegt auf der letzten Silbe von Israel. Kol Israel, die Gesamtheit Israels, ganz Israel. Kommen wir dann auch noch zu einigen Akzenten. Das sind Lesehilfen und Interpunktionszeichen, die von der masoretischen Tradition gesetzt worden sind, mit dem Ziel, das Schriftbild für den Vortrag, für den gesungenen Vortrag im Gottesdienst besser aufzubereiten. Für uns können diese Akzente zum Teil hilfreich sein, da sie uns Aufschluss darüber geben können, wie der Satz zu verstehen ist, wo einzelne Teileinheiten des Satzes voneinander getrennt sind, syntaktische Einheiten. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass diese Akzente von den Masoreten stammen und daher ihre Interpretation wiedergeben. Also es kann durchaus vorkommen, dass man einen Satz syntaktisch anders abtrennen muss, nach eigener exegetischer Entscheidung, als es die Masoreten mit ihrem Akzentsystem vorschlagen. Aber dennoch ist es nützlich, diese Akzente zu kennen. Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Akzenten, nämlich den trennenden und den verbindenden. Die trennenden sind die sogenannten Disjunktivi, und die verbindenden
sind die sogenannten Konjunktivi. Konjunktivi, das hat in diesem Zusammenhang nichts mit dem Konjunktiv zu tun. Das ist was komplett anderes. Bei den Disjunktivi sind es vor allem zwei, die man kennen sollte, beziehungsweise drei. Zum einen der Siluk, das ist ein kleiner Strich, der genauso aussieht wie das Metek. Es ist leider so, dass viele Zeichen doppeldeutig sind in der hebräischen Punktuation und je nach Kontext, in dem sie stehen, eine andere Bedeutung haben. Der Siluk steht am Ende des Verses nach dem Vokalzeichen, das den Ton trägt, und das auf dieses letzte Wort des Verses folgt dann auch immer noch das Sof Pasuk. Das sind zwei dicke Punkte hinter dem letzten Buchstaben. Also wenn Haaretz das letzte Wort eines Verses ist, dann ist hier unter dem Aleph noch ein Siluk, die Betonung, das ist wieder so ein Fall, wo der Ton auf der vorletzten Silbe liegt, weil Haaretz, auch das ist ein sogenanntes Segulatum, Aretz, ursprünglich hieß es mal Arz, mit doppelt geschlossener Silbe, wurde aufgesprengt, die Betonung blieb aber auf der gleichen Silbe sozusagen, deswegen ist die Betonung hier auf der vorletzten Silbe und zwei dicke Punkte markieren den Abschluss des Verses. Und dann gibt es noch den Adnach, das ist so eine kleine geschweifte Klammer, die horizontal unter dem Buchstaben liegt. Der Adnach bezeichnet ungefähr die Mitte des Verses, wo die Masoreten den Vers also in zwei Teile teilen. Die Konjunktivi sind nicht so wichtig jetzt im Einzelnen zu kennen. Die erkennt man grafisch oft daran, dass sie ja schon so wie so eine Verbindung aussehen, zum Beispiel dieses Zeichen hier. Und das besagt einfach, dass das betreffende Wort eng auf das nachfolgende Wort bezogen ist. Wenn du eine Biblia Hebraica Stuttgartensia hast, eine BHS, dann liegt da standardmäßig auch eine sogenannte Tabula Accentuum bei. Das ist so ein kleines Lesezeichen, vorderseitig und rückseitig bedruckt, wo man alle Akzente, die im Text vorkommen, finden kann, mit lateinischen Namen und hebräischen Namen. Auch aufgetrennt in die Disjunktivi und Konjunktivi. Also das ist eine nützliche Hilfe, wenn man da nochmal nachschauen will. So muss man sich die auch nicht alle auswendig lernen. Wichtig ist vielleicht einfach nur Siluk, Sof Pasuk und Adnach, diese drei wichtigen Disjunktivi zu kennen. Denn bei diesen starken Disjunktivi, also vor allem beim Adnach und beim Siluk am Ende bzw. in der Mitte des Verses, treten auch regelmäßig kleine Veränderungen in der Vokalisierung auf. Das ist dann die sogenannte Pausa-Stellung oder man sagt dann auch in Pausa, eben bei einer starken Endbetonung. Und das hat zur Folge, dass der entsprechende Vokal eben nochmal, der in Pausa steht, besonders betont wird. Das erkennt man dann eigentlich mit ein bisschen Übung relativ leicht im Text, im jeweiligen textlichen Zusammenhang. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass aus einem Katal, das eigentlich in der zweiten Silbe ein kurzes Patach hat, ein Katal wird mit Kametz, wenn es neben einem Adnach steht. Das ist also hier der Effekt der Pausastellung, ist die Längung des A's. Da gibt es noch einige andere Möglichkeiten, wie sich die Pausastellung auf die Vokalisierung auswirkt, doch das werden wir dann später mal einfach im Einzelfall uns angucken. Das ist jetzt nichts, was man wirklich auswendig lernen muss. Um in diesen ganzen Sachen sicher zu werden, ist es einfach nützlich, viel in der Bibel zu lesen, hebräische Texte zu lesen. Da muss man auch gar nicht eigentlich so viele Regeln jetzt auswendig lernen. Das ist einfach
Das sind Sachen, die muss man sich am Anfang ein paar Mal anschauen und zurechtlegen und dann kommt man da relativ schnell und ohne große Mühe herein. Deswegen heute auch nur ein kurzer Übungsteil. Hier habe ich vier Wörter aufgeschrieben. Ich lese jetzt natürlich nicht vor und ihr sollt sie einmal aussprechen oder aufschreiben und dabei besonders auf die Silbenabgrenzung und die Betonung achten. Dafür könnt ihr das Video jetzt pausieren. Okay, dann kommen wir zur Lösung dieses Aufgabenteils. Wir haben als erstes Jehuda. Die Silbenabgrenzung ist völlig klar, da die Silbe jeweils mit dem Konsonanten beginnt. Jehuda. Dann haben wir da war, gleiches Prinzip, gibt es überhaupt keine Schwierigkeit eigentlich. Und dann hier haben wir ha-a-dam. Bitte hier auf das Metek achten, das eine kleine Nebenbetonung angibt, neben der Hauptbetonung auf der letzten Silbe, ha-a-dam. Und melech, hier ging es mir vor allem nochmal darum, dass ihr euch einfach merkt, bei diesen, bei dem Wort erstmal nur Melech, das reicht schon. Wir werden dann später noch mehr solcher Wörter ja kriegen. Diese sogenannten Segulata sind auf der vorletzten Silbe betont, etymologisch aber eben auf der einzigen Silbe, die ursprünglich mal da war, Malk. Gut, das war es auch schon für diese Folge. Wenn ihr noch Fragen habt oder was nicht ganz klar geworden ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche darauf zu antworten. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Hebraica Veritas.